Henry Fontane hatte seine letzte Apotheke in Letschin. Danach war er 5 Jahre in Eberswalde. Und von Eberswalde aus ist er hier nach Schöffmühle gezogen, wo wir uns jetzt am ehemaligen Wohnhaus befinden, wo er die letzten 12 Jahre verbracht hat. Wir befinden uns jetzt hier an einem großen Steinhaufen, wo sich mancher fragen lässt, was das zu bedeuten hat. Aber das hat seine Bedeutung. Die hat der Vater ausgraben lassen und hat sich damit ein paar Pfennigen noch nebenbei verdient. Damals war die Zeit, als die Straßen alle gepflastert wurden. Die Steine, Scheunen, Häuser waren teilweise auch als Feldsteine. Man konnte wahrscheinlich ja nicht genug Steine ranbesorgen, wie gebraucht wurden. Und das, wie gesagt, das war ein kleiner Nebenerwerb von ihm. Aus Anlass seines 150. Todestages, der am 5. Oktober 2017 begangen wird, haben wir einen Gedenkstein aufstellen lassen mit der Inschrift Louis Henry Fontane für. Wir hoffen, der wird gut angenommen und ist, wie gesagt, eine kleine Erinnerung an den Vater. Ja, wir sind jetzt am Eingang des Fontanehauses angekommen und werden diese nur besuchen. Und dazu gehen wir uns jetzt auf den Rundgang. Wir befinden uns jetzt in der ehemaligen Wohnstube des Vaters. Hier hat der Vater seine letzten 12 Jahre gewohnt. Das Mobiliar ist leider nicht mehr aus der Zeit, aber wie gesagt, wir haben da ein paar Ausstellungsstücke gekriegt mit Materialien vom Fontanearchiv. Material aus der Bücherei und kann jeder kommen, sich durchblättern. Als Besonderheit haben wir hier das Originalabschrift des Testaments von Henry Fontane. Er hat 3000 Taler am Bar hinterlassen. Seine Haushälterin hat einiges geerbt und am besten, man liest es sich selber durch. Aus Anlass des Todestages haben wir uns entschlossen, wie die drei Freunde des Fontanehauses eine Broschüre rauszubringen, ca. 150 Seiten. Als Besonderheit wäre vielleicht, wie gesagt, normale Testament zu erwähnen, das im Original und auch als Übersetzung da drin abgedruckt ist. Wir befinden uns jetzt hier in der ehemaligen Schlafkammer des Vaters. Jetzt als kleiner Apothekenraum eingerichtet, weil sehr viele Apotheker waren. Der Vater und auch Theodor hatte ja Apotheker gelernt. Als Besonderheit wäre hier auch nochmal das kleine Guckloch zu erwähnen, wo Theodor mal gesagt hat, das Fenster steht ja immer offen, hast du keine Angst? Nee, sagt der Vater, so klein ist es, da passt kein Kabel durch. Und außerdem habe ich ja noch meine Pistole. Ja, wir befinden uns jetzt in der Stube, ehemaligen Stube der Haushälterin, die den Henry bekocht und bewirtschaftet hat. Jetzt als Heimatstube des Ortes eingerichtet mit Modell der Schiffmühle, die hier mal auf Oder gelegen hat. Daher hat der Ort auch den Namen gekriegt. Modell auch noch der ehemaligen Holländermühle, die im Dorf hier auch gestanden hat. Wie gesagt, der Raum wird jetzt als Heimatstube benutzt und jeder herzlich willkommen. So, hier befinden wir uns jetzt in der ehemaligen Küche des Hauses. Hier hat die Jüte Luise, die Haushälterin, gewirtschaftet und hat unseren Theodor beköstigt und bekocht. Auch jetzt teilweise mit Einrichtungsgegenständen aus der damaligen Zeit oder späteren Zeit eingerichtet. Und ja. Eine Frage hat ja der Betreuer des Fontanehauses. Wir haben hier einen Gegenstand, wo viele Besucher fragen, was das ist. Keiner weiß es, ich weiß es auch nicht. Und jeden würde interessieren, und mir persönlich auch, was das ist, für was das jetzt mal genutzt wurde. Keine Ahnung. Um jeden Anruf, um jede Hilfe wären wir uns Welt dankbar. Wir befinden uns jetzt hier oben in der ehemaligen Schlafkammer, kann man nicht sagen, ehemaligen Kleiderschrank, da hat er seine Sachen gehabt. Hier hat er mal an dem kleinen Fenster gestanden
und über die Brücke geguckt, wenn der Theodor zu Besuch kam. Wenn er über die Brücke kam, dann hat er ihn schon immer gesehen. Die damalige Zeit war noch alles unbewachsen, da konnte man die Brücke noch sehen. Die Pumpe zur damaligen Zeit offen gestanden hat, ist nicht unbedingt überliefert, aber auf alle Fälle funktionierte noch oder wieder. So, hier der kleine Kräutergarten mit ein paar kleinen Kräuter. Das ist das Überbleibsel vom großen Garten, der hier ehemals mal war. Denn damals war ja alles Eigenversorgung und jeder musste sich selber versorgen. So, zum Abschluss unseres Rundganges befinden wir uns jetzt am Grab von Louis Henry Fontane auf dem Neutronower Friedhof. Als Besonderheit wäre zu erwähnen, auf der Grabinschrift steht Henry mit A statt Henry. Wahrscheinlich ein Sprachfehler, Übersetzungsfehler für den Steinmetz ist nicht genau bewiesen. Von hier aus hat man natürlich auch einen wunderbaren Blick im Oderbruch. Und hier hat der Theodor auch sehr öfter gesessen und haben sie Rundschau gehalten.